Willkommen zu einem weiteren Video von Games of Truth. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ja, das, was gerade passiert, und es passiert ja nicht nur in der westlichen Welt, es passiert ja weltweit, wir sehen es weltweit, in fast allen Ländern, aber in fast allen Ländern auch mit ein wenig unterschiedlichen Nuancen. Aber die Richtung geht dahin, dass versucht wird, mehr Kontrolle auszuüben, mehr sogenannte Sicherheitsmechanismen. Was ist hier gerade los? Versuchen wir es mal aus der historisch, philosophisch, psychologischen Perspektive zu betrachten. Was will der Mensch? Was wollen wir Menschen? Wofür arbeiten wir Menschen? Woran arbeiten wir Menschen? Nun, wir haben schon viele in der Geschichte, schon viele schwierige Situationen gehabt. Wir haben auch mehrere große Kriege gehabt, auch in der EU, auch in den USA. Zurzeit ist es da relativ ruhig, aber es ist nicht ruhig im Mittleren Osten. Keiner, kein einziger Mensch von den, zwischen Klammern, normalen Menschen wünscht sich eine solche Situation. Und für was kämpfen wir? In den USA ist man da ganz klar darüber. Free. Freedom. Frei sein. Freiheit. Wir kämpfen dafür, frei zu sein. Wir kämpfen dafür für Freiheit. Es gab Zeiten und es gibt immer noch Zeiten, in denen sehr, sehr viele Menschen nicht frei sind. Ganz dunkle Zeiten in der Geschichte, in denen sich einige Menschen rausgenommen haben, andere Menschen einfach so, ja, zu kontrollieren, ist nicht der richtige Begriff dafür. Sie wissen, welchen Begriff ich meine, aber ich möchte ihn extra nicht in den Mund nehmen, wo Menschen gesagt haben, du arbeitest jetzt für mich, du kriegst dafür kein Geld, kein gar nichts, du musst bei mir bleiben, du gehörst jetzt mir. Auch in Ehen gibt es das, wo Ehemänner davon ausgehen, dass Frauen, Ehefrauen, ihnen gehören. Vor vielen Jahrhunderten auch bei uns, in den archaischen Gesellschaften. Das gibt es immer noch in einigen Ländern, wo Männer, wenn sie eine Frau oder mehrere Frauen heiraten, davon ausgehen, dass diese ihnen jetzt gehören. Dass sie damit machen können, was sie wollen mit anderen Menschen. Ja. Das war auch andere Menschen, auch mit Menschen, die andere Menschen gehalten haben. Die haben gesagt, hier, du gehörst jetzt mir, du arbeitest jetzt für mich, du kriegst Essen, du kriegst ein Bett, aber ansonsten gehört dir nichts. Heute noch gibt es das. Ich habe darüber auch schon mal erzählt, Mauretanien, wo ich immer hin wollte, um einen Dokumentarfilm zu machen. Aber ja, wie das manchmal so ist in der Zeit, hat das nicht funktioniert. Aber auch dort gibt es nach wie vor diese Situation, offiziell zwar nicht mehr, aber inoffiziell gibt es viele Menschen in dem Land, die noch so leben. Und die dann, auch wenn Kinder geboren werden, die Kinder gehören dann auch demjenigen, dem diese Person gehört. Irre. Können wir uns gar nicht vorstellen. Bei uns sind diese Zeiten längst vorbei. Wir haben gekämpft für Freiheit. Freiheit, frei sein. Wann sind wir frei? Wann fühlen wir uns frei? Endlich frei sein, endlich frei fühlen. Frei fühlen von dem Job, frei fühlen von der Schule, frei fühlen von Studium. 6 Wochen durch die Welt ziehen, 6 Wochen durch Asien ziehen, durch die USA. Mit einem Rucksack, spazieren, wandern, frei sein am Meer. Frei sein. Der Mensch möchte frei sein. Und gerade jetzt sind wir dabei, ganz große Teile unserer Freiheit aufzugeben. Wir geben unsere Freiheit freiwillig auf. Freiwillig. Wofür? Für Sicherheit. Ja, denn es ist extrem unsicher geworden. Zumindest glauben das viele. Und ich sehe es auch von wirklich von intelligenten Menschen, von klugen Menschen, auch von Kollegen Journalisten. Und ich sage dann immer wieder, denkt nach,
Setzt euren Verstand ein. Und nicht nur den Verstand, setzt auch euer Herz ein, eure Seele. Redet mit dem Herzen. Hört auf eure Seele. Es gibt keine Sicherheit auf dieser Erde. Es gibt keine einzige Sicherheit. Ich kann noch so viele Versicherungen abschließen. Ich kann eine Wohnungsversicherung abschließen, eine Wohnhausversicherung, eine Versicherung, die meine Beerdigung bezahlt, eine Reiseversicherung, was auch immer. Die Versicherung gibt mir natürlich keine Sicherheit, dass nichts passiert. Sie gibt mir nur die Sicherheit, dass wenn etwas passiert, die Kosten übernommen werden. Und es wird uns auch erzählt von Kind an, wenn du ein Haus kaufst, brauchst du eine Wohnhausversicherung. Sonst, wenn was passieren sollte, hast du große Schulden. Und auch sogar eine Versicherung für die Beerdigung, auch eine Lebensversicherung, was eigentlich eine irre Versicherung ist. Denn es gibt eine Versicherung auf mein Leben, dass wenn ich sterbe, meine Angehörigen Geld haben, wovon sie leben können. Meistens wird die Lebensversicherung abgeschlossen auf denjenigen in der Familie, der am meisten verdient. Aber auch Alleinstehende schließen Lebensversicherungen ab. Eigentlich ist es eine irre Versicherung, denn es gibt keine Versicherung für mein Leben. Ich habe selber gar nichts davon. Aber natürlich machen wir das, denn wir sind verantwortungsvolle Menschen. Ne? Wir haben Verantwortung für unsere Mitmenschen. Und auch das ist gerade jetzt für ganz viele Menschen die Motivation, alles gut zu heißen. Wir bewegen uns weg aus der Gesellschaft der Freiheit, des Freedom-Denkens, the land of the free, immer mehr Kontrolle. Wir akzeptieren es für eine gefühlte Freiheit. Auch wenn wir ins Flugzeug steigen. Ja, natürlich darf man alles kontrollieren. Darf das Handgepäck auch dreimal geöffnet werden und wieder geschlossen. Auch mit der Gefahr, dass ich vielleicht irgendwann bei einer Kontrollstelle irgendetwas vergesse, was da drin war. Es liegt dann halt da. Wird dann von jemand anders gebraucht oder mitgenommen oder was auch immer. Es ist eine gefühlte Sicherheit. Es wird uns vermittelt, ansonsten ist Fliegen zu gefährlich. Ansonsten ist es zu gefährlich, mit dem Auto in den Süden zu fahren, wenn es nicht diese Kontrollen wieder gibt, die wir ja vollkommen abgeschafft hatten, an den Grenzen. Schengen-Räume haben keine Grenzen, jetzt wieder doch. Was mich natürlich irrsinnig geärgert hat, denn ich bin aufgewachsen in einer Grenzregion. Ich bin als Kind noch aufgewachsen mit einer Situation, ja, ich hatte immer den Pass bei mir. Bis heute habe ich immer meinen Ausweis bei mir, weil ich so als Kind aufgewachsen bin. Ich hatte als Kind wir nannten das den Würmeling, ne? Viele von Ihnen kennen noch den Würmeling, den Kinderausweis. Wir mussten den immer bei uns tragen. Deutsche Kinder leben in den Niederlanden, möchten nach Aachen zum Einkaufen oder nach Belgien mal, um Freunde zu besuchen. Man hatte den immer bei sich. Denn an der Grenze musste man ihn zeigen. Und irgendwann war das vorbei. Juhu, neue Freiheiten. Man braucht ihn nicht mehr bei sich zu haben. Aber ich habe ihn bei mir, weil es Gewohnheit war. Aber nicht mehr dort in der Schlange stehen, mit dem Auto oder zu Fuß. An diesem kleinen Grenzpöstchen vorbei. Ja, wo nette und weniger nette Zöllner waren. Wir sind Menschen. Manche haben auch extra, obwohl sie uns kannten, extra dreimal in das Büchlein reingeguckt. Andere ließen uns sofort gehen, weil sie wussten, das sind die Kinder, die kommen fast jeden Tag vorbei oder regelmäßig. Auch weil sie zur Schule gehen, teilweise in Deutschland, lebten in den Niederlanden. Ganz normale Situation. Und wir haben neue Freiheiten. Wir haben uns diese Freiheiten erkämpft. Wir haben diese Freiheiten erkämpft. Ein gemeinsames Europa, EU, die Grenzen weg. Wow! Wie waren wir begeistert? Und jetzt wird gerade all das abgeschafft. Für was? Für eine gefühlte Sicherheit. Kann uns jemand diese Sicherheit geben? Natürlich kann uns niemand diese Sicherheit geben. Natürlich nicht. Welcher Mensch kann das? Welcher Politiker kann das? Das wissen Politiker ganz genauso. Aber wir geben es auf. Und wer nicht bereit ist, so zu denken, das mit aufzugeben, wer nicht bereit ist, das ist ein ganz schlechter, ein ganz böser, der nicht für die Gemeinschaft ist, der negativ denkt,
Ja, es gibt keine Sicherheit auf dieser Erde. Und es wird sie nie geben. Aber es kann Freiheit geben. Aber das ist nicht einfach. Wir müssen dafür kämpfen. Tag für Tag. Gerade jetzt bewegen wir uns in eine ganz andere Richtung.